die Welt von oben, unser Lebensraum, faszinierend, inspirierend, erhaltenswert. Doch der schöne Schein ertrügt. Unsere Lebensweise ein Problem globaler Tragweite und der Klimawandel längst Realität. Dürren und zugleich Starkwetterereignisse sind eine reale Bedrohung. Bei uns und überall auf dem Planeten. Doch was tun? Niedersachsen, das Bundesland im Jahr 2021. Es geht ruhig zu und doch steht etwas Besonderes ins Haus. Das vielfältige Flächenland feiert Geburtstag. 75 Jahre ist es inzwischen alt und 75 Jahre Niedersachsen heißt auch 75 Jahre Demokratie. Das Verständnis für Demokratie, es soll früh erlernt, sich angeeignet, verinnerlicht werden. In der niedersächsischen Bildungslandschaft zeichnen sich die UNESCO-Schulen durch ein besonderes Engagement aus. Und gerade arbeitet man hier an einem großen Vorhaben. Überall wird gewerkelt, getüftelt, gemacht. Es soll hoch hinausgehen im Netzwerk der Climate Action Schulen, kurz dem CAP-Netzwerk, das aus diversen niedersächsischen UNESCO-Schulen besteht. Hoch hinaus ging es im CAP bereits in der Vergangenheit. Rückblick. 2016 gründet sich das Netzwerk. Etwa 2 Jahre also bevor Greta Thunberg den Schulbesuch verweigert und die Bewegung Fridays for Future langsam an Fahrt gewinnt. Das Ziel des CAP-Netzwerks, die Schule soll sich zum demokratischen, umweltbewussten, nachhaltigen Lernort und zu einem Akteur im öffentlichen Raum transformieren. Und tatsächlich, das Vorhaben gelingt. Mit Blick auf globale Zusammenhänge arbeiten die CAP-Schulen heute daran, sich wirkungsvoll international, vor allem jedoch lokal und in Absprache miteinander zivilgesellschaftlich zu engagieren. Und das gilt auch für dieses Projekt. Die schulische Aktion läuft unter dem griffigen Motto 7 Schulen, ein Planet. Während sich auf der UN-Klimakonferenz die Staatenlenker in Glasgow treffen, bereiten die CAP-Schulen parallel etwas vor. Balance. In Osterholz-Scharmbeck, Emden, Braunschweig, Buxtehude, Oldenburg, Osterode und Göttingen steht nichts Geringeres als eine gemeinsame Reise in die Stratosphäre an. Nicht touristisch, versteht sich, sondern zu Forschungszwecken, Forschung am Klima, Forschung mit Wetterbalance. Ob im Erdkundeunterricht, Physikkurs, der UNESCO AG, einer CAP oder Projektgruppe, überall arbeiten die Schülerinnen und Schüler engagiert und mit Hochdruck an diesem Projekt. Das Ziel, die selbstgebauten Wetterballons, gefüllt mit tausenden Litern Helium, kilometerweit in den Himmel zu schicken. Ausgestattet mit einer Sonde, die permanent Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit misst. Die hochsensiblen Messfühler der Sonde sammeln diese Daten, während ein GPS-Tracker den Standort aus dem Luftraum gen Niedersachsen überliefert. In etwa 40 Kilometern Höhe sollte der Ballon zerplatzen, wobei sein Fall durch einen kleinen Fallschirm ausgebremst wird. Kameras sollen die Bilder aufzeichnen. Es klingt spektakulär, gewagt, herausfordernd und das ist es auch. Werden die Schulen diese Ingenieursleistung bewältigen können? Der Countdown läuft. Tatsächlich. Es klappt und die wackeligen Aufnahmen zeigen Flüge in die Faszination. Sie liefern klimarelevante Werte und lassen zugleich die Weite,
die Kostbarkeit unseres Planeten sicht- und spürbar werden. Auch zeigen sie, wie dünn doch unsere Atmosphäre ist, von der unsere Existenz abhängt, das sensibilisiert. Schließlich entstehen spektakuläre Aufnahmen. Die Welt von oben, faszinierend, inspirierend, erhaltenswert. Das zeigt dieses Projekt. Jetzt ist es an der Zeit, die Daten auszuwerten und untereinander zu vergleichen. Was auch immer die Ergebnisse mit sich bringen, eines steht fest. Der nachhaltige Flug in Weltraum hat alle Beteiligten beeindruckt. Er macht deutlich, was Schule leisten kann, wenngleich mit ungewohnten Mitteln. Das Engagement der niedersächsischen Kappschulen, die sich 2016 formierten, um gemeinsam einen Unterschied zu machen, es steigert sich derweil himmelhoch und steht doch auf nachhaltigen Beinen. Ein Weiter-so und noch mehr ist wichtig, um den schulischen und gesellschaftlichen Transformationsprozess zu befördern, zu beschleunigen. Das Wetterballon-Projekt, es ist Teil dieses Vorhabens.